Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier bei strahlend blauem Himmel aus dem Ruhrgebiet. Ich bin in Recklinghausen. Auf der letzten Tour sind wir ja, der Peter und ich vom Kanal Blackmax, wir sind ja zum Markus gefahren, zum Makita Markus hier nach Recklinghausen. Haben wir gestern einen netten Abend verbracht und heute halt die Tour von Recklinghausen zurück Richtung Münsterland nach Hause. Sind eigentlich so rund 60 Kilometer, aber der Markus zeigt uns noch ein bisschen was hier in der Gegend. Das ist immer wieder Sachen, die mich begeistern, wenn man hier Leute kennenlernt, die aus der Gegend auch kommen und dem dann ihre Heimat praktisch zeigen, dann sieht man doch Sachen mit ganz anderen Augen. Wir sind nicht allein unterwegs, nein, jetzt flüchten sie, egal. Guck mal hier, die Nicole ist dabei vom Kanal Time to E-Bike. Und natürlich der Thorsten ist dabei, Blackmax sowieso. Und wir kommen nachher zu unseren Gastgebern, zu Gundi und zu Markus. Einmal hier die Gundi, da waren wir gestern Abend halt zu Gast. Nochmal Dankeschön dafür. Ja. Bist du ein bisschen verschnupft? Wir haben total gefeiert. Wir haben zu viel gefeiert. Und der Markus. Hi. Ja, und wir freuen uns jetzt auf eine tolle Runde hier Ruhrgebiet. Mal gucken, was wir zu sehen bekommen. Also, los geht's. Ah, schon wieder herrlich hier heute Morgen. Blauer Himmel, schöne Aussicht und unterwegs mit netten Menschen. Sind jetzt hier auf einer alten Bahntrasse angekommen, die König-Ludwig-Trasse. Und richtig schön zum Radfahren, richtig schön breit ausgebaut, tippitoppi Asphalt. Und wir sind auch mal so einer bunten Mischung von E-Bikes heute unterwegs hier. Ich habe mit meinem neuen Fido Titan, haben wir den Thorsten hier mit dem Riso und Müller Charger 4 heißt das, glaube ich, ne? Ja. Das aktuelle Modell. Dann den Markus hier mit seinem Kettler, sieht aber fast aus wie ein Riso und Müller, ne? Wenn ich mir die Rahmengeometrie angucke. Jetzt kommt der Peter durchs Bild gefahren, aber der hat ja seinen Riso und Müller gar nicht dabei. Können wir es optisch nicht vergleichen. Der ist ja mit seinem Mockwheel Basalt unterwegs. Und dann die Damen noch, die Nicole mit ihrem Highbike. Und ich weiß gar nicht, Gundi, was hat dich für ein Rad? Auch ein Kettler. Auch ein Kettler. Schauen wir uns mal eben an. Das liebe ich auch total. Das ist so typisch Ruhrgebiet. Noch so alte, verfallene Industrieanlagen. Auf jeden Fall was fürs Auge, also für meins. Ich denke für euers auch. Ja, Freunde, ich finde es immer wieder beeindruckend. Ich fahre ja immer mit einem Navigationssystem. Fast schon Brötchen kaufen, dann so schlimm ist es nicht. Aber der Markus hier natürlich als Einheimischer im Ruhrgebiet hat gar kein Navi dabei, weil ich gerade gefragt habe, hier Route, wo guckst du denn? Nö, der kennt sich einfach so aus. Und ja klar, seine Heimat hier, er ist hier groß geworden. Und wenn ich irgendwo hinfahre, bin ich ja immer nur zu Besuch. Da muss ich ja fast nur mit Navi fahren, geht ja fast gar nicht anders. Aber trotzdem, ich bin immer wieder beeindruckt und freue mich, dass wir dann Sachen gezeigt bekommen, die wir sonst halt nicht sehen würden. Also danke dafür, ne, dass du die Mühe gemacht hast, hier eine Tour zu planen heute. Gerne, gerne. Und wir radeln jetzt hier an der Emscher entlang. Es ist ja letzten Jahr auch eine Menge gemacht worden. Das war ja, kann man ja so sagen, die Kloake sonst früher hier. Das hat immer sehr nach Abwasser halt auch gerochen. Aber das ist jetzt mittlerweile, ich glaube, baden würde ich da nicht drin, oder Markus? Nee, bloß nicht. Das noch nicht, aber richtig Kloake ist es ja auch nicht mehr, oder?
Nein, aber da sind immer noch Reste drin. Ja gut, aber es riecht nicht mehr. Vor 3, 4, 5 Jahren ist er deutlich geruchsintensiver gewesen hier. Aber schon wesentlich sauberer. Ja, ja. Bin ja heute auch konsequent im Eco-Modus unterwegs. Ist auch gar kein Problem, ist ja alles relativ flach hier. Aber es sind halt ein paar Kilometer, die wir geplant haben. Aber wir haben auch geplant, zwischendurch nachzuladen. Ich habe da bei der App E-Station, haben wir uns in Olfen eine freistehende 24 Stunden zugängliche Ladesäule rausgesucht. Und dann schauen wir mal, ne? Ich hoffe mal, das Ding existiert auch wirklich. Habt ihr ja so meine Erfahrung. So Markus, was will uns der Künstler damit sagen? Was machen die Pferde hier? Grasen. Sie grasen, okay. Das wäre eine Reiseleitung hier. Der weiß gar nicht, was die Pferde hier sollen. Ja, da bereitet man sich doch vor, wenn man uns hier einlädt. Ja, wir haben die gestern erst hingestellt. Ach, gestern erst, okay. Ja, 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 glauben wir natürlich, ja, ja. Das ist ja hier heute keine offizielle Electric Devils Tour. Das sieht man allein schon daran, dass die Time to E-Bikes ohne Helm unterwegs sind. Aber gut, deren private Sache heute. Aber ich kontrolliere natürlich, ob alle Räder auch entsprechend als Devils Bikes hier gekennzeichnet sind. Und da haben wir schon. Nein, doch, vorne. Vorne hier. Ersten Fail festgestellt, wollte ich sagen. Okay. Warte, ich putz eben. Ja, sehr gut, sehr gut. Super, Gundi, bin begeistert. Und Peter habe ich ja selber drauf geklebt. Ganz klar. Und bei mir. Reitest du jetzt nach Merrimie oder was? Gut, da bin ich ein bisschen eskaliert jetzt hier und habe ein paar mehr drauf gemacht. Hoch zum Ross. Ja. Auch wenn wir jetzt nicht wissen, was die Pferde hier genau zu bedeuten haben. Vielleicht sollen sie auch einfach nur zum Spielen sein für Kinder. Hier auf jeden Fall ein schöner Pausenspot, der hier wohl relativ neu errichtet wurde. Mit dem ja, Dach ist es ja gar nicht mal, ne? Also angedeutetes Dach und dann hier die Sitzgelegenheiten. Und Peter muss immer seinen Lenker hier ein bisschen neu justieren. Wolltest du höher stellen? Nee, ich wollte höher stellen, der ist, ich glaube, falsch verzahnt. Ist die Schraube locker? Habe ich immer schon gewusst, das mit der Schraube. Dieser kleine Pausenplatz gerade war neu. Auch hier diese kleine Brücke über die Emscher. Das wird wohl alles erstellt für eine geplante Bundesgartenschau. Bin ich jetzt gar nicht so im Thema. Ihr seid ja immer voll informiert. Also schreibt mir es ruhig in die Kommentare, wenn ihr da genau wisst, wie und was die Bundesgartenschau in der Nähe Recklinghausen hier an der Emscher. Emscher-Promenade, Bau der Emscher-Promenade zwischen Castrop-Rauxel und Herten. 18 Kilometer langer Abschnitt. Ich habe ja gerade ein bisschen gemeckert mit dem Reiseleiter, dass er nicht wusste, da mit der neuen Pausenstation, was das auf sich hat. Aber jetzt hat er hier Mettwürstchen spendiert. Das macht natürlich wieder alles wieder wett. Ne? Also, entschädigt alles. Damit kriegt man mich ja mit so einer leckeren, luftgetrockneten, hat auch schon einen gewissen Härtegrad, Mettwurst. Ja, und Makita Markus heißt ja nicht nur Makita Markus, weil er die Kaffeemaschine von Makita hat, die er uns ja damals bei der Devil's Tour im Allgäu präsentiert hat. Nein, der hat ja sogar hier die Jacke von Makita. Markus, hast du alles von Makita? Fast. Und da kann man den Markus kann man hier einschalten und dann geht er Bier holen. Ja. Tippitoppi, ne?
Ja, heute ist ja Sonntag, ist natürlich gut besucht das Ganze hier. 14 Uhr haben wir es mittlerweile. 10 Kilometer haben wir geschafft, das sind 2 Stunden. Aber ist ja auch mal nett, sich einfach nur zu unterhalten mit den netten Gastgebern hier. Aber zum Fahren auch, wenn das hier mal richtig begrünt ist, hätte ich fast gesagt. Jetzt hier, wenn die Bäume ein bisschen größer sind, das wird auf Dauer ein bisschen eine tolle Sache, ne? Ja, da kommt Freude auf hier. Heute Nacht hat es noch gefroren und wenn es dann taut natürlich, alles ziemlich matschig. Das bei dem herrlichen Wetter natürlich auch ein super Plan, sich hier in den Biergarten an den Dortmund-Enz-Kanal zu setzen. Da hätte ich jetzt auch wohl Lust drauf. Peter! Ja? Biergarten? Biergarten, Hulsa. Ja, andere Seite. Ja, wir kommen da rüber, rüber schwimmen oder? Stimmt natürlich, ne? Ist ja gar keine Brücke. Beziehungsweise hier ist eine Brücke, aber ich weiß gar nicht, kommt man da rüber? Doch, man würde schon. Aber ich glaube, der Reiseleiter hat einen anderen Plan. Das ist natürlich jetzt der Untergrund für mein Fatbike. Das ist natürlich ein richtiger Fahrkomfort mit so breiten Reifen. 10 cm haben wir jetzt hier 4 Zoll auf dem Filo Titan. Und Federgabel offen, das heißt, die federt richtig schön mit. Sehr angenehmes Fahrgefühl. Aber nichtsdestotrotz, bei der letzten Tour ja schon festgestellt, 50 Kilometer Radius ohne nachzuladen ist da das Limit. Im flachen Gelände, wir hatten keinen Wind. Und ich wiege nur mal, was ich wiege. Gepäck hatte ich ja gar keins dabei. Das war bei Peter auf dem Fahrrad, weil hier am Filo Titan ja gar keine Möglichkeit ist, eine Tasche anzubringen. Kilometer 15 und herzlich willkommen jetzt hier in Henrichenburg am Schiffshebewerk. Ja, gerade auch so ein bisschen matschig feuchtem Untergrund unterwegs gewesen. Jetzt sieht man halt, dass das Schutzblech halt nicht so schützt, dass der Dreck nicht hochfliegt. Dementsprechend hier die Gepäckträgerplatte voll und die Kleidung bleibt da auch nicht so ganz verschont. Also ja, jetzt sieht man auch den Grund für die Sauerei. Der Reifen ist hier viel dicker, als das Schutzblech hier rüber ragt. Ne? Also der Schutzblech müsste weiter weg sein. Ach so, das kann man sogar noch bewegen oder was? Nee, kann man nicht. Und deswegen schleudert der Dreck dann halt vom Profil direkt nach oben auf den Gepäckträger und auf den Swobo. Denn das war hier wohl früher ein altes Schleusenbecken, das wir jetzt hier gerade durchradeln.
Kilometer 21 und herzlich willkommen in Datteln. Und hier entsteht auch eine neue Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal, aber die gibt es noch nicht. Jedenfalls noch nicht freigegeben. Wohl noch nicht drüber geschoben. Ich habe auch selten gesehen, so eine Brücke im Bau, halt neben dem Kanal. Und hier musst du auch wissen, wo du lang musst. Sonst bin ich ja auch gerne der Experte, der erstmal zweimal falsch abbiegt. Ja, und hier kommt Freude auf. Das nenne ich doch mal Radweg. Ist das hier offiziell? Ah, der offizielle Radweg. Jetzt kommen wir, glaube ich, mal wieder auf einen einigermaßen befestigten Abschnitt hier am Dortmund-Ems-Kanal. Moin. Und hier die alte Fahrt, Dortmund-Ems-Kanal. Und hier ist ja das moderne, die moderne Wasserschifffahrtsstraße. Und ich denke mal, wir werden die alte Fahrt entlang fahren. Und auch schön idyllisch hier an der alten Fahrt, der Campingplatz hier in Datteln. Und da kann man sogar auch zelten, wenn ihr mal mit dem Rad und dem Zelt unterwegs seid, hier in der Gegend, das geht auch. Es geht ja mittlerweile nicht mehr auf allen Campingplätzen. Es gibt ja welche, die sich jetzt in Corona, nach Corona nur noch für Wohnmobilisten oder Dauercamper entschieden haben. Aber hier kann man auch noch mit dem Zelt unterkommen. Obwohl ich hier selbst auch noch nicht war. Zu nah an zu Hause. Hier mal ganz ungewohnt eine Brücke, die Wasser führt, also die alte Fahrt hier, über die Straße. Eigentlich ist ja mal andersrum. Und auch immer wieder interessant, wenn ich hier unterwegs bin, das ist wirklich auch nur alle Jubeljahre, ist hier dieses Wasserstraßenkreuz. Oben halt hier die alte Fahrt Dortmund-Ems-Kanal. Und unten das ist, glaube ich, die Lippe, wenn ich es richtig habe. Herr Reiseleiter, ist das die Lippe? Ja, oder die Steber. Okay. Bin mir jetzt ziemlich sicher, dass es die Lippe ist. Da war ich schon oft genug für hier jetzt. Ich glaube, zweimal. Kilometer 30 jetzt hier heute und herzlich willkommen in Olfen und auch schon wieder in unserem Heimatlandkreis, Kreis Coesfeld. Und hier in Olfen habe ich ja eine öffentliche Ladestation rausgesucht. Da sind wir schon ganz gespannt. Wird die uns weiterbringen oder ist das die schon fast gewohnte Erfahrung? Ist da verzeichnet, irgendwo wird Reklame gemacht, aber gibt es gar nicht. Schauen wir mal. Nicht schon meckern, bevor du das Ding gesehen hast hier. Das ist ja auch richtig schön, wenn man hier so reinradelt und dann gar nicht damit rechnet, was man hier zu sehen bekommt. So ein bisschen rumgeguckt jetzt hier auf dem Marktplatz und dann direkt die kleine Ladesäule gefunden. Ladegerät ist noch grün, Stecker rein und Action, rot, es läuft.
Ja, und die Ladesäule in Olfen, die habe ich über die App E-Station gefunden. Blende ich euch mal eben ein. Und Foto war da auch bei, dass man das dann gut finden konnte hier auch. Mit dem Haus im Hintergrund. Und 4 Steckdosen sind hier und halt 24/7 Strom drauf. Tippitoppi. Ja, wir haben jetzt in Olfen am Marktplatz ein Dreiviertelstündchen nachgeladen. Sonne ist untergegangen schon fast und ist ein bisschen frisch geworden. Und Zeit, sich zu verabschieden jetzt hier von unserem lieben Gastgeber hier, von Markus. Dankeschön nochmal, dass wir bei euch sein durften. Und von der Gundi. Ja, komm gut nach Hause. Ihr beiden auch. Kommt gut zurück nach Wallenhorst. Ihr müsst dann auch wieder los heute mit dem Auto und alles. Auf jeden Fall, ja. Dann haben wir alle auch richtig weit vor uns. Und wir... Ciao. Und wir radeln jetzt hier weiter Richtung Heimat, ne, Peter? Jawohl. Für uns geht's weiter voran. Weiter durch die Nacht sozusagen. Es wird gleich dunkel. Ja. So, mach keinen Blödsinn. Aber meldet euch, ob ihr gut angekommen. Machen wir. Und mach keinen Blödsinn. Sowieso. Tschüss. Tschüss. Fahr vorsichtig. Ja auch. Ja, mittlerweile schon 16.50 Uhr. Schon ordentlich am Dämmern. Und wir sehen mal zu, dass wir jetzt hier ein bisschen Kilometer machen. Wir sind jetzt zügig unterwegs auf dem Weg nach Lüdinghausen. Aber wieder so ein Abschnitt hier an der Hauptstraße. Hätten wir jetzt auch schöner am Kanal lang fahren können. Aber wir sehen zu, dass wir halt ein bisschen Strecke machen, bevor es richtig dunkel wird. Und dann wird es auch richtig kalt. Kilometer 39. Herzlich willkommen in Lüdinghausen, Stadt der Wasserburgen. Auf dem Ortsschild stand da gerade, Peter, Stadt der Wasserburgen hier Lüdinghausen. Aber ich glaube, wenn ich mir da hinten den Sonnenstand angucke, wird er wohl heute nicht mit Wasserburgen. Müssen wir mal eine extra Tour machen hier, Lüdinghausen, Wasserburgen angucken. Lohnt sich auf jeden Fall auch. Und mal eben so zum kurz vorbeifilmen, ist das ja auch nichts. Dann kann man es auch nicht ins rechte Licht rücken, Richtlücken. Jetzt fange ich auch schon an, hier einzufrieren beim Reden. Na, ganz ohne Burg ist natürlich nicht hier in Lüdinghausen. Und was ich auch ganz angenehm finde hier zum Fahren jetzt, eine Fahrradstraße. Ja, nach gut 50 Kilometern sind wir jetzt hier in Sending gleich angekommen. Und für den Actioncam ist das natürlich hier der Zeitpunkt, Tschüss zu sagen, weil es dunkel wird. Aber ich habe jetzt ja die neue Insta S Pro hier am Start. Und wenn es euch interessiert, Video dazu gibt es auf meinem anderen Kanal, Probo Gear, das Vorstellungsvideo von der Kamera. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ich stelle jetzt mal um hier auch diesen Pure-Video-Modus, wo man halt auch im Dunkeln vernünftige Bilder aufnehmen kann. So, ein paar Sekunden weiter, eben den Modus umgestellt an der Kamera und jetzt den Pure-Video-Modus. Ja.
ja, mittlerweile richtig dunkel jetzt hier in Senden. Und die Herausforderung, die richtige Strecke wieder zu finden. Ich glaube, wir halten auch mal an hier an der Laterne. Den Graf war ein Umleitungsschild für Radfahrer. Ja, Streckenabweichung ist mir schon klar. Streckenabweichung, Herr Navigationssystem. So, zoomen wir mal ein bisschen raus hier. Ja, ist richtig. Wir fahren jetzt hier die Straße runter und kommen dann gleich zurück auf die geplante Strecke. Sehr gut. Und wir haben jetzt noch, müssen wir mal schauen, noch 16,29 Kilometer. Und wir haben ein Dreiviertelstündchen nachgeladen. 54, gut 54 haben wir jetzt geradelt. Das sollte was werden, oder? Sind wir also optimistisch, dass wir auch wirklich noch mit Motorunterstützung zu Hause ankommen? Davon gehe ich aus. Können wir noch ein Päuschen machen, wa? Was meinst du? Oder lieber am Ende, wir schauen mal, ne? Oder würde ich lieber im warmen Wohnzimmer ein Päuschen machen? Ja, und dieser Pur-Video-Modus mit dieser Low-Light-Stabilisierung, also dass ich hier wackelfreie Bilder habe und das auch rauschfrei, also kein Krisseln im Bild für euch, ist ja, glaube ich, nicht dafür gemacht, dass man mit dem Fahrrad im Dunkeln rumfährt, sondern eher, dass man in wenig gut beleuchteten Räumen unterwegs ist oder halt zu Fuß unterwegs ist und wenig mit der Kamera wackelt. Und da bin ich auch mal sehr gespannt im Videoschnitt, was hierbei rauskommt. Und ich bin natürlich auch gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr solche Bilder sehen mögt oder sagt ihr, auch wenn du im Dunkeln unterwegs bist, Landschaft können wir eh nicht sehen. Wie du aussiehst, was du uns erzählst, wissen wir sowieso schon. Lass mal lieber. Wir sind jetzt hier am Stift Tilbeck, also fast wieder zu Hause. Und ich nutze die Gelegenheit, den Ort jetzt mal hier, um mich von euch zu verabschieden. Ja, liebe Leute, knapp 70 Kilometer werden es am Ende des Tages dann sein, die wir heute unterwegs waren. Aber hat richtig Spaß gemacht. Also nochmal lieben Dank an die Gutland, an die Gundi und den Makita Markus, a.k.a. Dosen Markus aus Recklinghausen. Und auch natürlich an die Time to E-Banks, an Nicole und Thorsten, dass wir heute den schönen Tag miteinander verleben durften. Und gestern auch einen schönen Abend. Wir hatten wirklich Spaß. Jetzt hier Hintergrund die Kirche in Tilbeck. Und ja, ich sage danke fürs Zuschauen. Was bleiben mir noch viele Worte. Die erste richtige Radtour und dann waren es praktisch gleich zwei, die wir gemacht haben in diesem Jahr. Peter, was sagst du dazu? Ach, hast wunderbar. Spaß gemacht, ne? Ja, klar. Ey, Wetter war top, ne? Gestern super Wetter gehabt, heute super Wetter gehabt. Ja. Herrlich. Und da sieht man auch mal wieder, ne, was so Community ausmacht, das, was euch ausmacht. Ne? Das war ja der Markus ist ja auch jemand halt von euch, Zuschauer von uns gewesen und dann Devil geworden, mitgemacht, uns eingeladen. Und darum, wenn ihr Interesse habt, hier unsere E-Bike-Gang Electric Devils, jede und jeder ist da herzlich willkommen, kostet nichts. Ne? Einfach das E-Bike-Rocker-Gefühl haben. Und man muss auch nicht unbedingt jetzt mit so einem Fatbike, heißt es ja, genau, richtig beschrieben, hier unterwegs sein. Aber hat schon Spaß gemacht, ne? Also definitiv. Gibt schon ein bisschen mehr, hatte ich fast das Rocker-Gefühl. Aber viele schütteln wahrscheinlich jetzt den Kopf vor dem Fernseher, aber ja. Ein bisschen Fantasie, wir haben da Spaß dran. Ja. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonnieren kostenlos, könnt ihr auch gerne machen, wenn ihr noch nicht dabei seid. Und dann freue ich mich schon auf die nächste Tour, die ich unternehmen will. Dann wieder alleine, ohne den Peter. Aber da kommt auch noch was in diesem Jahr zusammen auf jeden Fall. Jedenfalls danke fürs Zuschauen. Bis demnächst, bleibt gesund. Euer Swobo und euer Peter. Peter, tschüss. Tschüss.